Und mein Hund hat gepupst. Hallo ihr Lieben, da mein 5 vom Sub-Video so gut angekommen ist, dachte ich mir, ich mache heute nochmal eins oder zwei, je nachdem wie viel Zeit ich jetzt noch habe und zeige euch, was ich noch für Bücher auf dem Sub habe und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch von meinen heutigen 5 Büchern und zwar ist das Engelskuss, der erste Teil von der Gilde der Jäger von Nalini Singh. Ich bin ja ein großer Fan der Gestaltenmantlerei und deswegen habe ich mir den ersten Teil von der Engelskuss-Reihe damals schon gekauft. Ich habe von der lieben Niki jetzt auch den zweiten bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt auf diese Reihe und ich weiß jetzt aber gerade noch nicht, wann ich sie anfangen werde, weil ich jetzt erstmal mit der Gestaltenmantelreihe jetzt gerade erstmal durch bin und jetzt nicht mich gleich in die nächste Reihe mit 8, 9 oder 10 Bänden stürzen wollte, deswegen liegt das noch auf dem Sub, aber ich werde es definitiv demnächst anfangen mit Lesen und ja, ich liebe Nalini Singh Bücher, sie hat einen wahnsinnig guten Schreibstil, sie schreibt wahnsinnig tolle Charaktere und wahnsinnig gute Geschichten, deswegen kann ich euch Nalini Singh im Allgemeinen sehr empfehlen. Das zweite Buch, was ich euch rausgesucht habe, wollte ich, glaube ich, im Juli mit irgendwem zusammen lesen. Ich weiß nicht mehr mit wem. Ich wollte es mit irgendwem zusammen lesen. Derjenige welcher hat sich dann bei mir aber auch nicht mehr gemeldet und ich wusste nicht mehr, wer es war. Und zwar geht es um dieses Buch hier, Die Totenbraut von Nina Blanchot. Ich habe es dann alleine nicht gelesen im Juli, weil ich einfach gedacht habe, nee, ich habe jetzt gerade keine Lust auf dieses Buch. Dann wandert es halt wieder zurück auf den Sub. Und ja, seitdem liegt es hier wieder bei mir rum. Ich habe mir das damals gekauft, weil es irgendwie nur 1 Euro irgendwas gekostet hat, glaube ich, bei Minimops. Und es sich vom Inhalt her ganz gut angehört hat. Es geht hier in diesem Buch um Vampire und um, jetzt muss ich nochmal gucken, wie die hieß. Jasna, und die wird von ihrem Vater an den reichen Gutsherrn verkauft. Und der rätselhafte Fremde nimmt das Mädchen mit auf seinem Hof. Und dort wird Jasna mit seinem Sohn Danilo verheiratet. Und schnell merkt die junge Braut, dass auf dieser Familie ein fürchterlicher Fluch lastet. Und ja, das ist das, worum es geht. Ich glaube, es sind Vampire in dieser Geschichte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist ein Nina Blanchot-Buch. Ich habe ja 2 Licht von Nina Blanchot mit der lieben Sina zusammen gelesen. Und das fand ich ja ganz gut. Das Ende war nicht hundertprozentig meins. Das war mir ein bisschen zu lasch. Auf jeden Fall bin ich auf die Totenbraut gespannt, wenn ich es dann irgendwann mal lese und irgendwann mal Lust dazu habe. Und ja, mal schauen. Falls derjenige welche, der dieses Buch damals mit mir lesen wollte, das Video sieht und dieses Buch immer noch mit mir lesen möchte, du kannst dich gerne nochmal bei mir melden. Dann finden wir schon nochmal irgendwie einen Termin, dass wir dieses Buch zusammen angehen können, aber ich weiß echt nicht mehr, wer du bist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde aber jetzt dieses Jahr erstmal mit niemandem mehr weiter zusammen Bücher lesen. Wenn dann gerne ab Januar wieder, nur ich habe echt so viele Bücher rumkullern, die ich jetzt erstmal alleine lesen möchte. Weil es gibt Bücher, die möchte ich gerne alleine lesen und für mich lesen, weil ich da mein eigenes Lesetempo bestimmen möchte. Die möchte ich mir dann auch nicht einteilen. Und ich finde halt, bei meinem gemeinsamen Lesen ist es ja immer so, dass man sich ein Buch immer so kapitelweise oder seitenweise ja mit der Person dann einteilt und ja, dann halt vielleicht an dem Tag auch nicht weiterlesen kann. Und deswegen möchte ich jetzt gerne erstmal die Bücher vorrangig lesen, die ich nicht mit jemandem zusammen lesen möchte, sondern halt alleine. Und deswegen denke ich mir, werde ich dieses Jahr, mal abgesehen mit den Büchern, mit denen ich jetzt schon verabredet bin, die werde ich natürlich mit den Leuten noch zusammen lesen, aber ansonsten denke ich mal, werde ich dieses Jahr kein gemeinsames Lesen mehr machen mit irgendwem. Also wenn, gerne ab nächstes Jahr wieder, sag mir ab Januar, dann habe ich gerne wieder Zeit für euch da dazu. Aber es gibt halt einfach so viele Bücher, die ich erstmal lesen muss. Ach ja, so, genug davon. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Der Kuss der Göttin von Evelyn Pike. Ich habe dieses Buch schon, ich glaube, letztes Jahr im April oder so gekauft, mal bei einer Medimops-Bestellung mit. Und seitdem suppt es hier so rum. Nachdem ich jetzt Elfenkuss von Evelyn Pike gelesen habe, habe ich auch ein bisschen Angst, dieses Buch zu lesen. Aber ich muss es echt mal lesen, weil es ist, glaube ich, eine meiner ältesten Subleichen inzwischen. Also irgendwie, ne, muss ich da echt mal ran. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Teil dazu, Die Liebe der Göttin. Und ich müsste den ersten mal lesen, dass ich weiß, ob ich mir den zweiten noch besorgen muss. Nö, doof sonst. Aber wie gesagt, Der Kuss der Göttin von Evelyn Pike, hier geht es um Tavia und sie ist wie vom Blitz getroffen, als sie Quinn zum ersten Mal begegnet. Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen und immer wieder taucht er in ihrem Leben auf und bald erkennt Tavia, dass er mehr über sie weiß als sie selbst. Tavia ist eine Göttin, die immer wieder geboren wird und in jedem Leben ihren Seelenpartner finden muss, Quinn. In diesem Leben jedoch hat Tavia schon ihre Liebe gefunden und die heißt Benson. Und ja, doch von Tavias Wahl hängt mehr ab, als sie ahnt. Ich finde, es hört sich hier wirklich sehr, sehr spannend an und ich muss dieses Buch echt endlich mal lesen. Dann habe ich noch ein Buch von Lynn Raven, Mindfire.
Ich musste dieses Buch unbedingt haben. Ich wollte es sofort lesen und jetzt suppt es hier immer noch rum. Ich habe mir das Anfang des Jahres von meinem Geburtstagsgutschein noch mitgekauft und ich finde auch das Cover immer noch so schön, weil das so glitzert und ja, ich musste es unbedingt haben und jetzt liegt es hier rum und wird nicht gelesen. Ich wieder, ne? Das ist wieder typisch Susi. Und ja, mal gucken, wann ich irgendwie mal dazu komme. Also hier steht nichts weiter drauf. Und es geht aber um ein Amulett, das Jessica irgendwie versetzt hat und dann so ein Typ Shane in ihren Coffeeshop geportet kommt und dieses Amulett haben möchte. Und ja, da halt dann diese Geschichte entsteht und ich glaube, es geht um Gin. Lass mich nochmal gucken. Jessie sich gerade so durch, immer knapp bei Kasse, versetzt sie das kostbarste Erbstück, doch kaum hat die Schmuckbesitzer gewechselt, tritt Shane in ihr Leben und verlangt das Amulett von ihr. Die Begegnung der beiden entfacht ungeahnte Leidenschaft. Föhr trifft auf Wind, halb Gin auf Hexe. Okay, also es ist Gin und Hexen, in diesem Buch geht. Und ich wollte es unbedingt haben und ich fand ja auch die Blutbraut von den Raven so cool. Und ja, ich muss dieses Buch echt irgendwann mal lesen. Wie alle Bücher auf meinem Sub. Damit wären wir dann schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar ist das Ashes, brennendes Herz von Liza J. Bick. Ich habe hier Band 1 und 2 von der lieben Niki abgenommen. Niki fand ja den zweiten Band dann nicht mehr so doll, deswegen hat sie dann die Reihe auch nicht weitergelesen. Ich möchte sie aber so gern lesen und ich finde, es hört sich so spannend an. Es geht hier um, wie heißt sie noch gleich? Ich glaube Alex? Alex, ja. Und Alex befindet sich auf einer Wanderschaft im Wald, als plötzlich ein EMP auftritt und die ganze Menschheit ins Chaos stürzt. Und dann sind da, glaube ich, auch noch Zombies und Alex verliert ihren Freund und den muss sie dann wiederfinden. Und das ist so, glaube ich, das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde das Cover so hübsch und ich mag ja eigentlich keine Gesichter auf dem Cover, aber hier finde ich es richtig, richtig schön mit diesem großen blauen Auge und ja, ich mag das Cover einfach total gern und ich bin schon so gespannt auf die Geschichte und muss die echt mal lesen. Ich habe ja den ersten und zweiten Band da. Mal gucken, wann ich dazu komme, wann es mich da mal packt. Ich liebe ja postapokalyptische Geschichten und Endzeitgeschichten und Zombie-Geschichten und sowas und ja, mal schauen, wann ich dazu komme. Es waren wieder 5 Bücher von meinem Sub. Wie gesagt, diesmal auch ein paar ältere Bücher mit da dabei, die schon etwas lange hier rumkullern. Kriegt da immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich neue Bücher kaufe und die alten Subleichen hier noch so rumliegen. Aber so what, so ist es nun mal. Also falls ihr eins von diesen Büchern mit mir zusammen lesen wollt, ich nehme jetzt mal Engelskuss da raus, weil das würde ich gerne alleine lesen, weil es ein Alini Singh Buch ist. Aber ansonsten, falls ihr Lust habt, eins von den anderen Büchern mit mir zu lesen, schreibt es mir in die Kommentare, dann können wir gerne Anfang des Jahres da nochmal irgendwie drüber sprechen. Nur wie gesagt, dieses Jahr mag ich echt so für mich lieber noch lesen, dann die restlichen Monate. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche und die Sonne kommt schon wieder. Bis dann, macht's gut, oh, ich sehe nichts. Tschüss. Oh. Ich bin blind. Oh mein Gott, was ist das?